Willkommen beim heutigen Yoga-Snack mit dem Fokus auf den Po. Nur 5 Übungen, kurz, funktionell und wirksam. Wir starten heute in Brücke-Position auf den Rücken. Knie beugen. Fuß in die Matte drücken. Po nach oben, Brücke. Wir strecken rechtes Bein nach oben zur Decke. Einatmen hier und beim Ausatmen Po nach unten zur Matte. Und wieder nach oben. Ein paar Mal so in eigenem Tempo. Hüften Po nach oben, rechtes Knie beugen, rechter Fuß in die Matte drücken. Wir strecken linkes Bein nach oben, das gleich. Einatmen hier oben, ausatmen Po Richtung Matte. Einatmen Po Hüften nach oben, ausatmen zur Matte. Noch zweimal. Po Hüften nach oben, linkes Knie beugen, beide Füße in die Matte drücken. Einatmen und beim Ausatmen Wirbel für Wirbel. Po ab der Matte. Entspannen. Wir kommen in Katzenposition. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Wirbelsäule in neutral. Position, Blick zwischen die Hände, rechtes Knie anheben, über der Matte halten und wir öffnen das rechte Knie nach rechts und wieder über die Matte. Ein paar Mal so, vorsichtig, dass wir nicht zur linken Seite fallen, unteren Rücken, Hüften schön gerade halten. Das rechte Knie nach rechts öffnen und das Bein strecken. Den Fuß über dem Boden halten, so hoch wie möglich. Rechtes Knie beugen, rechtes Knie zurück auf die Matte. Wir wechseln die Beine. Linkes Knie nach links öffnen und wieder über die Matte halten. Öffnen. Und nach unten bringen. Linkes Knie nach links öffnen und das Bein strecken. Linkes Knie beugen, linkes Knie zurück auf die Matte. Wir kommen in Hockeyposition. Füße Matte breit auseinander. Und ja, sind in Hocke. Erstmal Hocke. Korrigieren. Hände hinter dem Kopf verschränken. Von hier aus gehen wir zum Stehen an den linken Fuß, rechtes Knie Richtung rechter Ellbogen.
zurück in Hocke. Also wir gehen nach unten in Hocke, so dass wir wieder nach oben gehen können. Linkes Knie, linke Ellbogen. Und zurück, Hocke. Ein paar Mal so. Ein letztes Mal rechtes Knie, linkes Knie. Wir treffen uns in Hockeposition. Von hier aus, Göttin-Position. Beine weit auseinander. Zehenspitzen zur Seite öffnen. Knie tief beugen. Hände an die Hüften. Und wir bringen linkes Knie zur Matte, Richtung Matte. Mit der Matte halten und wieder in Göttin öffnen. Rechtes Knie Richtung Matte. Und wieder in Göttin öffnen. Ein paar Mal so in eigenem Tempo. Ein letztes Mal ein Knie, das zweite Knie und wir treffen uns in Stuhlposition. Beide Beine, Füße zueinander, Knie tief beugen, Arm parallel zum Boden oder nach oben zu Ohren. Und können wir die Knie noch ein Stück mehr beugen. Einatmen und beim Ausatmen alles entspannen. Das war's heute. Falls du Zeit und Lust hast, auch mehr, hier ist ein Yoga-Workout.